Hallo WPU, am Ende dieses Videos kommt noch ein Nachtrag. Bei der Kroni-Messung habe ich zu viel Abstand vom Kroni genommen, da kamen schlechte Messwerte raus. Schaut euch bis zum Ende das Video an, dann könnt ihr sehen, was die Waffe wirklich drauf hat. Bedanke ich mich und viel Spaß jetzt beim Video. Bitte bis zum Ende angucken, auch die letzten Sekunden. Jo, tschüss. Hallo WPU, hallo Freunde der freien Waffen. Heute mal was anderes. Was ganz anderes, keine 4,5 mm Waffe, sondern wir haben eine T4E in Kaliber 43. Das ist die neue PDP von Walter. So, ich habe ein bisschen Beleuchtungsprobleme hier, also ich muss mal mit dem Handy mal was ausprobieren. Und zwar ist es eine sehr, sehr schöne Waffe, die schon mehrfach vorgestellt wurde in Reviews. Ich muss mal gucken hier. Was ich an der Waffe, als ich sie das erste Mal gesehen habe, was mich fasziniert hatte, das waren diese dicken, fetten Einkerbungen hier im Schlitten. Nicht? Also auch vorne wie hinten. Sowie das Griffstück, also edel, ist sehr gut geformt. Hat auch hier Wellen, Griffwellen, ja, in der Textur, kann man sehen. Ich habe leider diese Beleuchtungsschwierigkeiten hier ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt es bitte nachsehen. Das ist der Magazin-Auslöseknopf. Hier ist das Magazin. Und hier auf links und rechts sind Schlittenfanghebel oder Verschlussfanghebel. Je nachdem, wie es kam. Ja, da hat so eine Sicherung im Züngel drin, wie Glock-mäßig. So. Die Visierung. Korn wie Timme sind auch austauschbar und zwar mit Glockteilen. Also da gibt es von Glock wo einiges anzubieten und die passen hier auch drauf. Zumindest auf der scharfen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die recht identisch sind, die Kaliber 43 und die scharfe. Hier ist eine Platte, da kann man also fürs Red Dot andere Adapterplatten für bestellen. Gibt es im Dreierpack, Viererpack. Und da kann man verschiedene Redots dann da drauf bauen. Hier die Waffe mal von rechts. Ich hatte gerade den Magazin-Auslöseknopf gezeigt. Den kann man bei der scharfen Waffe, ich denke auch mal bei dieser Waffe, umbauen. Ich muss mal kurz schauen. Ja, ich drücke mal hier drauf, weil auf dieser Seite hier ist der auch beweglich. Ob man es sehen kann. Okay, ja, ich kann es nicht sehen. Hier. Ja, der kommt raus. Wenn, ja, vielleicht könnt ihr das ungefähr sehen. So, die Waffe wird mit CO2 betrieben, mit einer 12er Kapsel. Die kann man arretieren. Ich muss dazu sagen, dass ich hier ein bisschen was gepimpt habe. Und zwar ist hier im Griffrücken der Immus drin. Nur bei dieser Waffe oder bei der PPQ M2 21 Schuss Magazin 4,5 mm und bei der Walter Q5 Match ist es das gleiche, ein eingebauter Imbus im Griffrücken. Nur die kriegt man ganz schwer raus, also diesen Griffrücken, ganz schwer, übel schwer. Also ich habe mir da die Finger schon gebrochen oder den Daumen. Ich habe dann hier gedrückt und gemacht und getan. Es wollte nicht aufgehen und hier geht es relativ leicht, ganz einfach deswegen, hier oben, mal sehen, ob ich es drauf kriege, hier oben befindet sich eine Nase, eine Plastiknase und die muss man ein bisschen runterfeilen. Bei dieser Waffe, bei dieser ja, schönen Waffe, sag ich mal, bei der PDP, habe ich diese Nase etwas zu sehr abgefeilt, dann schlapperte das Ding also quasi hier im Griffrücken hin und her. Und deswegen habe ich hier ein etwas dickeres Tape draufgeklebt und fixiert. Und jetzt packt das Ding. Ja, also, das ist ein bisschen dumm gelaufen, aber es funktioniert. Ja, das war also Bastelfehler. So, das wird dann wieder eingeführt hier. Vor der Kamera ist das ein bisschen schwierig. So, und dann. Na, so, zack. Ist so wieder fest. So, also die Waffe ist ja gut austariert, muss ich sagen. Ist auch schwer. Die Waffe selbst wiegt so an die 600 Gramm. Und also die Waffe selbst ohne Magazin. Und das Magazin selber, Sekundo,
Hier haben wir das Magazin, knapp an die 400, also 368 super zerquetschte. Dieses Magazin ist an sich bekannt auch. Ich habe da gerade Plastikkugeln geladen. Und zwar kann man das also hier aufziehen und hier im Bus rein und dann die Kapsel entfernen, also schrauben und dann entfernen oder einschrauben. Ruppelt man hier an diesem Schuh, ja, so ein bisschen nach und zieht das ein bisschen weiter, kommt dann die Feder, die Zuführfeder, Hochhose, hier, die Zuführfeder in Erscheinung, also kommt rausgesprungen, man muss also gleich schnell den Daumen drauf machen. Und zwar es ist so, ihr wisst das wahrscheinlich, also die Fans, die sich für solche Waffen interessieren, wissen das. Und zwar ist dann im Lieferumfang drin eine Rubberwallfeder. Ja, die ist also, ich glaube, dass die also härter oder weicher ist, also von der Spannkraft her. Das weiß ich nicht ganz genau. Also ich hätte mir sagen lassen, also das ist ganz am Anfang, als die PPQ M2 rauskam, in Kaliber 43, da war es so, dass die Feder wohl ein bisschen weicher war, weil da zerplatzten wohl die Kreidekugeln in der Waffe. Und da durfte also im Magazin nicht so viel Druck entstehen durch die Feder. Auf jeden Fall, das ist ein Rubberball-Feder. Ich habe es auch nicht ausprobiert. Ich schieße nur zwei Sorten momentan. Andere Sorten interessieren mich im Grunde nicht. Das sind die Plastikkugeln und die Kreidekugeln. Kreidekugeln zerplatzen immer sehr schön. Ich hatte ja schon ein paar Videos gedreht, könnt aber auf meinem Channel gucken. Da hatte ich wieder so ein Dings entwickelt, so ein Pfannentiegel mit Frischhaltefolie umwickelt und da kann man drauf schießen und dann zerplatzen dann die Kreidekugeln in dem Tiegel. Ein, zwei Videos vor diesem Video hier. Okay, und dann hier noch so ein Ding, so Plastik, Schnur, Plastik, Hartplastik-Schnur, um den Laub zu säubern, zum Durchziehen. So, ich versuche mal jetzt eine Nahaufnahme zu machen, ein bisschen mit Helligkeit, ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Ne, ist nicht so richtig, aber ich gehe mal ein bisschen näher ran und zeige euch mal so die Waffe von links. Ja. Mir war aufgefallen hier, da gibt es ein höheres Spaltmaß hier. Das kann man besonders gut sehen, wenn das Magazin implementiert ist, also eingeschoben ist. Oh, Moment mal, ich nehme das mal mit hier. Ach, jetzt fällt mir das auch noch runter. Sekunde. Ich halte mal kurz an. So, nochmal zum Spaltmaß. Und zwar kann man das recht gut sehen. Ich versuche mal die Kamera ein bisschen näher ranzuholen. Und zwar, na, ich sehe, hier, wenn man das Magazin einführt, dann kann man das, vor der Kamera ist blöde. Auf jeden Fall kann man dann einen Silberstreif nicht am Himmel, sondern in der Waffe sehen. Da ist das Spaltmaß vom Schlitten zum Griffstück, also etwas groß. Ne? Muss ich gleich, das war das Erste, was mir so aufgefallen ist. Ansonsten, ja, repetieren ist auch recht gut, aber wie soll ich sagen, sehr kurzer Blowback-Repetierweg hier, ist also nicht besonders groß. Hätte ich mir was Besseres gewünscht. Unten drunter ist ein Picatinny, eine Rissschiene, 22 mm. Also die Waffe ist also recht führig, also sehr gut zu greifen, muss ich sagen. Also vom Halten her, die ist sehr gut austariert. Ich glaube, ich hatte das mal zu Hause probiert, ist also hier ist ja der Mittelpunkt, hier ungefähr hier am Abzugsbügel hier, zwischen Griff und Abzugsbügel, also ziemlich mittig auch, muss ich sagen. Hinten ein bisschen schwerer als vorne, kommt durch das Magazin. Also die Waffe ist recht gut gelungen, ich finde die total genial. Also ich finde es schade, dass es die nicht in 4,5 mm gibt. Ich hoffe, das kommt auch und bitte auch, wie soll man sagen, in 4,5 mm. Da würde ich mich sehr freuen. Ist natürlich imposant, so ein großes Loch vorne, große Mündung. Ja, mit zerlegen. Ich habe mich da ein bisschen kundgetan. Manche Waffen, Kaliber 43 kann man zerlegen. Die, Glock 17 GN5 gibt es auch in
Kaliber 43, da muss man den Schlitten, wie bei der PPQ M2 mit 4,5 mm, den Schlitten nach hinten ziehen und dann zack, zack, nach oben ziehen. Geht schlecht bei der Glock 17 Gen5, also geht fast gar nicht. Na, die Leute beschweren sich, dass man die nicht zerlegen kann, aufgrund dieser Tatsache. Bei anderen geht's, bei anderen nicht. Bei meiner PPQ M2 ist es auch, also 4,5 mm ist es auch sehr, sehr schwer zu machen. Sehr, sehr schwer. Also das ist ein Problem. Visierung immer ist höheneinstellbar und normal, ist normal einstellbar und höheneinstellbar, seitlich und höher. Also kann man auch sehr gut sehen. Ja, das passt schon. Ja, also ich finde sie gut, lässt sich gut greifen, ne, muss ich sagen. So, ich entferne mal ganz kurz die Balls. So, weiter geht's. Also zum Abzugsverhalten. Kann man sagen, ich schieße immer zumeist mit dem ersten Fingergelenk und dann hier Vorzugsweg. Ich halte das mal so. So, okay. So, Vorzugsweg. Dann leichtes Kriechen. Und dann kommt also so ein richtig merklicher Druckpunkt. Also hier vorne eine kleine Überwindung, damit es kriecht. Und dann langsam, also kein wirklicher Druckpunkt. Zack. Also ich habe andere Videos gesehen, die sagten, es gibt einen Druckpunkt. Da haben sie wahrscheinlich noch nicht viel damit geschossen. Die hat nämlich keinen hier. Hier vorne, das ist kein Druckpunkt. Da fängt die Waffe an zu kriechen. Und das ist der Kriechweg. Und irgendwann kommt dann der Auslösepunkt. Und kurz vor dem Auslösepunkt ist auch kein Druckpunkt. Zack. Ganz einfach. So, ich weiß gar nicht, wie viel da noch an CO2 drin ist. Ich wollte jetzt nicht mal ganz kurz einen Kroni-Test machen. Die Plastikbälle, die ich hier habe, habe ich bei Code 24 gekauft. Und das sind PLB 47. Die haben 1,1 Gramm, habe ich im Forum schon geschrieben. Und dann habe ich bei Code 24 noch gekauft. Die Powderboards, oder wie die Dinger heißen. Moment, wo steht's denn hier? Schalk, irgendwas mit Schalk und so. Die wiegen 0,7 Gramm. Ne? Im Forum schrieb einer, dass je schwerer die Dinger sind, also die Bälle, desto mehr Joule hat die Waffe. So. Ich habe die Waffe schon mit 5,9 Joule gemessen und jetzt mache ich das mal nochmal mit vor euch, bei euch. Okay, gucken wir mal. Mit den Plastikbällen allerdings. 1,1 Gramm. So, das Magazin passt 8 Kugeln. Ich habe die Plastikkugeln gelangt. Der Zuführer hier, also, wenn ich den finde hier, wo ist denn der Zuführer? Doch, ich habe ein bisschen schlechte Augen, ja. So, der Zuführer hier ist arretierbar. Heißt, es kann man also, braucht man nicht festzuhalten. Und wenn die Kugeln dann drin sind, zack, läuft die Sache. Also die Kugeln hier, die Kalkkugeln, Pfefferkugeln, die sind also, die zerplatzen auch nicht irgendwo im Lauf oder hier im Magazin. Das ist alles ohne Probleme machbar. So, jetzt mache ich das mal mit dem Kroni fertig und dann gucken wir mal weiter. So, der Kroni, den habe ich eingestellt auf 1,1 Milligramm, müssen wir mal so glauben. Ich sitze noch im Rollstuhl, deswegen komme ich, dauert das bei mir immer ein bisschen. Die Kapsel ist auch nicht so ganz voll. Ich weiß nicht, wie viel Magazin ich geschossen habe, aber ich probiere es jetzt erstmal. So, erster Schuss. Gucken wir mal. Achso, die Zielkiste da, die habe ich mit Pappe gefüllt. Meine anderen Zielkisten mit den 4,5 mm Waffen, die sind mit Lumpen gefüllt. Die werden auch ja, zerschossen, kaputt gemacht, die Lumpen von den Kugeln. Hier habe ich Pappe drin, 6 Schichten und hinten am Ende der Kiste habe ich ein Silbertablett, Serviertablett von Action drin, damit die Kugeln nicht durchfliegen. Also ich will die Kugeln, die Plastikkugeln kann man wiederverwenden. Ich mache dann unten einen kleinen Schnitt in die Kiste und dann kullern alle nach unten, ja, und dann hole ich die dann wieder raus. Oh, geht ganz gut. Also dann mit Pappe gefüllt, die Belohnung. So, erster Schuss. Gucken wir mal. Oha. So. Ich schaue mal nach, wie das ist. Ich kann es leider nicht sehen. So, das waren 4,39. Und nächster Schuss. Ja, die Kapsel ist nicht mehr ganz frisch, aber die ist normalerweise stärker. Zweiter Schuss.
mal, ich muss mal schauen. So, der zweite Schuss sind 5,13 Joule. Ah, so gut. So, jetzt kommt der dritte Schuss. Ein bisschen zurückgehen. Ja, gucken wir mal. Sekunde. Ja, das war wohl gar nichts, sondern 1,25 Joule. Ich denke mal, dass die Kapsel zu Ende ist. Aber, Freunde, ich habe noch eine Ersatzkapsel, eine neue Kapsel hier. Die drehe ich jetzt erstmal rein. Etwas Geduld. So, ich arretiere mal die Kapsel. Drehe die jetzt ein. Mal sehen, ob das von der Kamera geht. Wie ihr hört, hört ihr nichts. Das ist zischfrei. Cool, wa? Das ist in Ordnung. So, dann gucken wir mal. So, erster Schuss, beziehungsweise vierter Schuss. Und erster Schuss mit einer neuen Kapsel. Zack. Sekunde. Ich zoome euch mal ran, oder mich auch. Na, 2,3 Joule. Hä, was ist mit ihm denn los? Mal schauen. So, nächster Schuss. War ein bisschen mickrig. Ich weiß gar nicht, was los ist. Chinesische Kapsel. So, Abzug wieder. Gleiches Kriechen. Kriechen, 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 Kriechen. Waffe ein bisschen zurück. Waffe noch ein bisschen zurück. Schuss. Sekunden. Zoome ich mal kurz ran. Wie viel das war? 0,47. Da kann das nicht stimmen. Da muss ich mal schauen, ob wir das nicht besser hinkriegen. Ich weiß es nicht, was da los ist. Der Kroni wahrscheinlich irgendwie. Kugel habe ich irgendwas anderes getroffen. Mal schauen. Wie viel das ist hier? 2,32. Ne, da stimmt was nicht. Wir haben 20 Grad hier. Das ist mir jetzt ein bisschen unverständlich. Was soll er machen? So, ich habe jetzt gerade einen Probeschuss gemacht und also 3 Probeschüsse, dann war es mit 2 Joule und jetzt haben wir 7,17 Joule. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Ich muss mal schauen, was man da machen kann. Also ich hatte gerade den Kroni neu gestartet und einen Probeschuss gemacht, da kam 7,17. Ich muss vielleicht ein bisschen mehr Abstand vom Kroni halten, wegen des CO2. Da braucht man einen richtigen Abstand. Ich muss mal gucken hier. Nächster Schuss. Da war die 5,3. Ja. Ich mache noch 2 Schuss. Also vielleicht lag es gerade an Kroni, dass die Software nicht richtig funktioniert und muss dann neu gestartet werden. Hat man manchmal. So, nochmal zurück mit der Waffe. Also zu nah darf man wirklich nicht rangehen. So, ich guck mal hier. So, und jetzt nächster Schuss. So, gucken wir mal hier. Also irgendwie war der Blowback jetzt schlapp. Aber kann auch täuschen. 3,12. Habt ihr gesehen? 3,12. Ja, ist nicht so im Sinne des Erfinders. Also ich hatte bessere Messwerte, als ich im anderen Raum geschossen hatte. So, noch 2 Schuss. Egal, Karl. Ein bisschen weiter weg. Ach, die Kreide hier wieder. So. Es kommt hier auf die genaue Entfernung vom Kroni an, 30 cm. So, nächster Schuss. Gucken wir mal hier. Ja, Kroni-Test, es geht doch ein bisschen lang, ne? 1,6866 oder was ist das? Fürchterlich. Ich weiß nicht, was mit der Waffe da los ist. Es muss hier irgendwie an der Messentfernung liegen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig hinkriege. So, letzter Schuss jetzt. Score 5,7. Das kann nicht sein. Also das finde ich merkwürdig.
Nee, Leute. Also irgendwie verwundert mich die Sache hier ein bisschen. So, nichtsdestotrotz, mir gefällt die Waffe. Als ich sie vor dem Video getestet habe, lag sie immer bei 5,8, 5,9, 5,7. Was jetzt mit ihr los ist, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich den Lauf doch mal reinigen hier. Oder diese Balls hier, diese Plastikdinger mit Silikon einsprühen, keine Ahnung, oder den Lauf oder so. Was ich noch bemerkt hatte, dann nehme ich aber sicherheitshalber mal das Magazin raus. Und zwar gibt es Kreide zu kaufen. Natürlich grüne Kreide, wir sind ja ein grünes Forum. Und die passt zufälligerweise ganz komplett bündig vorne in den Lauf rein. Man kann sie auch bis hinten durchschieben. Und dann sagt der einer, ich kann sie auch als Pfeil benutzen, vorne anspitzen, die Kreide. Ja, war ein Scherz. Aber das probiere ich mal aus im Schusstest. Der folgt hier auch noch. Ich muss erstmal schauen, warum die so wenig Joule hat oder ob die überhaupt so wenig Joule hat oder ob es eben halt an der Messentfernung liegt. So, das war es schon gewesen sein. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt ist mit Unterbrechungen dabei. Tut mir sorry leid. Die sieht gut aus. Die liegt gut in der Hand, also wirklich ganz toll. Die Features sind gut. Die ist wertig verarbeitet. Metallschlitten, Polymergriffstück, super. Also da gibt es nichts zu meckern. Und die Leistung, wie schon gesagt, sie hat ja auch gerade auch schon zweimal, glaube ich, über 5 Joule geschossen. Das macht sie im Normalfall auch. Ich denke mal, dass ich hier die Entfernung nicht richtig halte, weil ich es auch nicht richtig sehen kann hier. So, alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis später mal. Euer Nobby. Tschüdelö. So, jetzt nochmal ein kleiner Nachtrag zum Koni-Wert. Ich glaube, der Abstand zum Koni war von meiner Seite her zu lang. Ich mache es mal ein bisschen kürzer. Die hat nämlich super Werte mit über 7 Joule. So. Und jetzt. Warte mal. 9 Joule. Die hat enorm Power. Deshalb wurde ich gerade gesagt, ja, jetzt nochmal. Muss ich wohl ein bisschen näher ran an Kroni. Wie lange war da? Warte, Moment, ich google ihn kurz weg. Da haben wir 7,14 Joule. Ja, das sieht schon mal anders aus. So, nächster Schuss. Hatte mich gerade schon gewundert. Das sind 5,46 Joule. Ja, das sieht ja schon alles wieder ein bisschen auch besser aus. Also musste die Waffe ein bisschen näher an die Kroni ran, war ich zu weit entfernt. Nächster Schuss. Was haben wir jetzt hier? 10,53 Joule. Nochmal. Geh ein bisschen weiter weg vom Koni. 7,79. Ja, also 7,78. Also, ich mache gerne noch einen Schuss. Auch ein bisschen weiter entfernen. Ich habe nichts an der Waffe gemacht, also. Was haben wir hier? 8,74 Joule. Also bestätigt das doch meiner ersten Messung. Gut, jetzt aber tschüdelö, euer Nobby.